Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Dieses Video ist ein besonderes Video. Es ist sozusagen ein Bonusvideo zu unserem Werde-Berühmt-Let's Play. Deswegen hat es hier auch keinen Partnamen. Denn ich möchte in diesem Video gerne mit euch zusammen einen Hauptdarsteller bzw. den Regisseur erstellen. Und das dazugehörige Apartment für diesen Herrn, der dann Hazels Herz erobern soll. Dieser Mann soll ja schon ein bisschen seniorisch aussehen. Also der wird ein Erwachsener sein, aber schon ein bisschen mit einem älteren Skin. Und er soll schon so ein bisschen reifer sein so. Und das Apartment soll auch in San Myshuno sein, ein relativ teures Apartment, das werden wir zusammen einrichten in diesem Part. Das heißt, es gibt so ein bisschen mehr, also es gibt ein Speedbuild im Cast und es gibt ein Speedbuild im Baumodus und ihr könnt mir dann gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr den Mann findet, ob ich nochmal was ändern soll und dann wird Hazel ihn bald kennenlernen. Ich freue mich da schon mega drauf. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit diesem etwas anderen Video, aber eigentlich ist es so wie jedes andere, nur dass ich halt viel baue und erstelle, ne? Aber ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß und wir starten jetzt direkt rein und ich zeige euch mal, was ich vorhab. Also, wir sind in San Myshuno und hier wohnt ja unsere liebe Hazel aus unserem Werde-Berühmt-Let's Play. Und ich habe mir jetzt überlegt, dass wir vielleicht den Mann in dieses Spitzenapartment ziehen lassen. Das sieht relativ schnieke schon aus, aber wir werden natürlich einen CC-Makeover machen müssen, ne? Ganz wichtig. Wir haben hier zwei Schlafzimmer, wir haben hier unten eine große Wohn-Ess-Küche, Badezimmer und noch eine Schwimmhalle unten drin. Das ist schon sehr krass. Und das möchte ich eben umbauen und der Typ soll dann in der Schauspielkarriere sein. Ob er jetzt wirklich ihr Arbeitskollege oder ihr Regisseur wird, weiß ich nicht. Da weiß ich nicht, wie Sims mitspielt, aber wir machen das schon in unserem Let's Play, dass er der Regisseur ist, in den sie sich verguckt und er sich in sie und so weiter, diese Dinge werden passieren. So, das heißt, wir gehen jetzt erstmal in Erstelle einen Sim, um diesen Mann überhaupt erstmal ja, zu erstellen. Wer bist du? Bist du ein Erwachsener? Bist du ein junger Erwachsener? Bist du ein Erwachsener. Er muss auf jeden Fall nach jeder Menge Geld aussehen. Ich werde ihm jetzt erstmal alles entfernen. Wir haben Sisi. Ich werde ganz viel davon verbauen. Ihr wisst, ihr kennt mich mittlerweile, ne? Ich habe immer ganz viel und ich brauche immer ganz viel und ich muss immer ganz viel hier verarbeiten. Ich gucke jetzt mal mit euch zusammen nach einem Skin und dann machen wir da gleich ein Zeitraffer draus, damit ihr das natürlich nicht alles in einer Seelenruhe anschauen müsst, so lange wie ich immer brauche. Nee, das ist ein bisschen gruselig. Das ist mir gruselig, nee. Der darf auch nicht zu krass aussehen, finde ich. Wir brauchen so einen Skin, der sagt, hey, ich bin ein reifer Mann. Ein reifer Mann bin ich. Und das suchen wir jetzt. Ich habe doch solche Skins. Erzähl mir doch nichts. Wo ist es denn? Ja, der ist gut. Aber wir brauchen natürlich eine Kombination aus Körper und Gesicht. Aha. Der ist doch super. Das ist ein gutes Gesicht, finde ich. Das strahlt schon so ein bisschen älter aus, aber immer noch ein bisschen jungenhaft. Ich muss ihn sehr... Wisst ihr, ich hätte gern so einen richtig attraktiven, weißhaarigen Mann. Weil Hazel soll ihn ja schon auch toll finden, ne? Na gut. Okay, ich fange jetzt mal an im Zeitraffer. Ich hoffe sehr, er wird euch am Ende gefallen und ich würde es jetzt einfach mal sagen, let's go. Okay, das ist er. Er hat doch keinen Namen. Da muss ich mir jetzt natürlich was einfallen lassen. Ich finde, er sieht richtig gut aus, aber man sieht schon in seinem Blick, dass er nicht so ganz ohne ist. Also er wird ja die Charaktereigenschaft böse auch besitzen. Das steht so in den Regeln mit drin. Also gemein. Ne? Das Merkmal gemein, das gebe ich ihm jetzt auch direkt, weil er bitte gemein guckt. Guck mal gemein! Nee, er guckt schon ein bisschen so, ne? Zeig mal deinen gemeinen Blick, Boy. Zeig mal.
Oh ja. Oh ja. Er soll ja Hazels Herz brechen. Für alle, die jetzt noch gar nicht genau wissen, was dieser Mann jetzt hier tun wird. Er wird in Hazels Leben treten und er ist ihr Regisseur und wird sie verführen, weil er das voll toll findet. So eine junge Schauspielerin sieht mega aus. Ne? Das ist für ihn natürlich einfaches Spiel. Und er wird sie sozusagen verführen. Sie wird ihm verfallen und sie denkt halt, okay, weil er so alt ist, will er bestimmt auch keine Kinder und so. Man weiß ja immer nicht, ne? Was Hazel so denkt. Und er hat halt auch viel Geld und das ist für Hazel natürlich auch sehr attraktiv an diesem Mann. Und er wird sie heiraten, tatsächlich auch. Und Hazel bringt schon ein Kind dann mit in diese Beziehung, weil sie wird dann bis dahin, bis er ins Leben kommt, von ihr auch schon eins haben. Und dann, also muss so sein, laut Regeln. Und dann wird er ihr ein Kind unterjubeln, denn er möchte unbedingt nochmal Vater werden. Das Kind, was Hazel mit in die Beziehung bringt, interessiert ihn nicht. Er will ein eigenes, weil er eben schon jetzt älter geworden ist und weiß, dass bald sein Zug abgefahren ist. Das heißt, er wird Hazel schwängern und zwar so, dass sie das nicht wusste. Also er wird ihre Pille manipulieren, die sie aktuell nimmt und wird dadurch schwanger. Und das wird sie rausfinden irgendwann und dann wird die Bombe platzen und bla bla bla, richtig Drama und so. Auf jeden Fall wird er daher auch gemein sein. Das passt sehr gut zu ihm. Ich frage mich gerade, was noch passt, weil mag keine Kinder passt ja dann nicht. Also er wird ja unbedingt eins haben wollen. Unberechenbar. Ein Snob vielleicht. Diese Sim können minderwertige Objekte kritisieren, reagieren gelangweilt auf anspruchslose Fernsehprogramme und gewinnen in Gesellschaft anderer Snobs an Selbstsicherheit. Das finde ich gut. Und vielleicht auch materialistisch großartig. Das finde ich nämlich auch sehr gut, weil ihm ist Geld genauso wichtig. Und sein Bestreben ist vielleicht Beliebtheit, Leitwolf vielleicht. Dieser Sim möchte Leiter der besten Gruppen der Stadt sein. Also ich werde ihm auf jeden Fall auch einen Promi-Status geben. Er wird ein Promi sein, er wird ein prominierter Regisseur sein. Jetzt ist halt nur die Frage, wie nennen wir ihn? Adam vielleicht? Oder Jeffrey? Oh, Jeff. Jeffrey. Jeffrey Manson. Oder Jeffrey Manson? Das war aber jetzt nicht der Serienmörder, oder? I don't know. Ich weiß nicht, wie ich auf den Namen gekommen bin. Den skippen wir mal schnell, Leute. Welchen haben wir denn noch? Wir brauchen einen Snob-Namen. Edgard. Eddie. Oh ja. Wie schreibt man Edgard? So, er wird Edgard heißen. Ist jetzt nicht mein Lieblingsname, aber wir kürzen ihn dann immer mit Eddie ab. Weißt du, es ist der Eddie-Daddy. Oder so. Ne? Also er wird ihr Sugar Daddy werden und Edgard passt einfach großartig, finde ich. Edgard und Nachname Edgard. Edgard Dean. Er heißt Edgard Dean, Eddie Dean. Es ist ein super Name, Leute. Perfekt. Wir werden das jetzt speichern und werden ihn direkt in sein versnobtes Apartment schicken. Und da werden wir dann ein Umstyling machen fürs Apartment. Oh, das ist auch ein schönes Bild einfach, ne? Du siehst viel zu nett aus. Das ist besser. Ja, Edgard Dean. Hätte ich bestimmt noch D-E-A-N schreiben können, aber ich nenne ihn Dean. Das ist sein Nachname, Leute. Bei Nachnamen kann man nur ein bisschen erfinderisch auch sein. So, das ist dein Apartment. Du kannst es dir nicht leisten. Das ist natürlich äußerst schade. Kannst es dir jetzt leisten? Ja. Nicht möbliert, denn wir möchten es gerne selbst einrichten. Ja! Cool, dann haben wir... Oh, schreibt mir bitte in die Kommentare, wie ihr ihn findet. Ich kann gerne noch was ändern an ihm. Auch nochmal von seinen Eigenschaften. Wenn ihr denkt, oh, das Merkmal passt nicht so gut, dann sagt mir das gerne. Kann ich super gerne dann nochmal umändern. Aber ich finde, er passt richtig gut und ich weiß, dass Hazel auf ihn stehen wird. Also, ich bin mir da fast sicher. Ich hoff's. Müssen wir notfalls auch aktivitätsalarmmäßig nachhelfen, aber ich denke schon, dass sie auf ihn stehen wird. Hi, Boy! Ich habe gehört, dein Apartment kriegt ein Umstyling. Wir gucken uns das jetzt erstmal an. Was haben wir da? Es ist auf jeden Fall schon mal sehr dunkel. Okay. Mhm. Hier war die Küche, glaube ich, drin. Hier Wohnzimmer. Da geht dann noch eine Treppe nach unten. Und wir haben noch ein komplettes Obergeschoss. Okay. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an mit dem Speedbuild. Ich werde ein Schlafzimmer machen und am Ende werde ich ihm noch ein paar Fähigkeiten geben, sowas wie Klavier oder sowas, damit wir auch ein großes Klavier platzieren können. Und wie gesagt, ich mache ihn noch zu einem Star. Nicht unbedingt ein Megastar, aber schon prominiert auf jeden Fall. Und prominent auf jeden Fall. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Speedbuild und let's go!
Fertig, also meiner Meinung nach zumindest. Ich gebe ihm mal noch ein bisschen mehr Geld. Also das Apartment ist jetzt relativ modern geworden, aber ich finde, es passt auch sehr gut zu ihm. Ich habe wenig Klatter verwendet, weil ich einfach der Meinung bin, dass der das eher clean mag und auch weil ich sonst so viel getan, also sonst noch so viel gebaut hätte. Aber es sieht eigentlich ganz schön aus. Ich hoffe sehr, dass euch das Apartment auch gefällt. Ich habe es jetzt auch nicht übertrieben. Ich habe hier so ein kleines Badezimmer hingemacht. Im Keller habe ich jetzt auch noch schnell ein Badezimmer hingemacht und einen Whirlpool. Da fehlt noch eine Poolleiter, gell? Ja, ja. Einfach damit die Sim da ein bisschen planschen können und so. Ich hätte eigentlich noch gerne Sauna reingemacht, aber das ist technisch jetzt irgendwie schwierig. Und dann habe ich hier oben ein großes Badezimmer hingemacht und noch ein schönes Schlafzimmer. Ich finde, es ist echt schön geworden. Ich mag die Farben auch voll vom Schlafzimmer. Und hier habe ich was hingemacht. Das wird dann was mit der Geschichte zu tun haben. Ich will jetzt noch nicht zu viel verraten. Ich glaube, die ein oder anderen von euch können sich vielleicht dazu auch schon was denken oder was vorstellen. Auf jeden Fall wird das Teil sein der Geschichte. Und jetzt gucke ich mal noch mal ganz kurz nach dem Boy. Denn der hat ja nichts und kann nichts, ne? Er ist ein Nichtskönner sozusagen. Und der kriegt jetzt mal schnell eine Karriere. Edgard, komm! Edgard, schneller! Du wirst ein krasser, warte mal, Entertainer? Schauspieler. Der ist halt schon in Rente jetzt sozusagen. Oh, jetzt habe ich vergessen, jetzt habe ich es verkackert. Okay, wir machen ihn zum... schade, dass ich ihn nicht zu einem Regisseur machen kann, ne? Ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr ja, ob es eine Karriere gibt, die automatisch zum Regisseur, dass er das wird. Vielleicht wisst ihr das ja, dann kann ich ihm nochmal die Karriere wechseln, weil ich weiß es nicht. Ich gebe ihm jetzt mal die erfahrene Schauspieler-Karriere und guck auch mal, dass er direkt ein Star wird. So, ich denke, ich mache ihn mal zum B-Promi. Das reicht auf jeden Fall. Er hat nicht so einen guten Ruf. Das finde ich gut. Ja, das finde ich gut. Er braucht keinen super Ruf haben. Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Dann setze ich ihn mal ganz kurz ans Piano, damit ich ihm da noch eine Fähigkeit hochleveln kann. Vielleicht so auf 7 oder so. Ja, und ansonsten, weiß nicht, kann er nichts. Okay, das heißt, Eddie, also Edgard, ist jetzt in dem Leben von Hazel, in der Theorie zumindest. Die müssen sich jetzt natürlich noch finden und die Story kann beginnen. Wir haben mit Hazel jetzt aber erst noch ein paar andere Sachen vor. Das erfahrt ihr jetzt im nächsten Part oder in dem Part, das jetzt schon da ist. Da habe ich ein bisschen drüber gesprochen, was jetzt der Plan für sie ist. Und ja, er ist jetzt auf jeden Fall da. Vielleicht laufen sie sich zufällig über den Weg oder vielleicht müssen wir ihn aber auch zum Set bringen und dann so eine zufällige Begegnung starten. Ich freue mich mega auf diese Story. Ich glaube, die wird richtig, richtig, richtig gut. Ich hoffe sehr, euch hat dieser kleine Zwischenreihen-Bonus-Part gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar da, wie ihr das Haus findet, wie ihr Eddie findet und ob ihr findet, dass das alles so passt oder ob ich noch was verbessern oder verändern kann. Ich wünsche euch jetzt einen fantastischen Tag, meine Lieben. Macht's gut, auf Wiedersehen und tschüssli!